Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Ehrengrad im LS19 Alpin DEC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Moinsen. Wir hatten eigentlich vor, schon mal auf den nächsten Tag vorzuspulen, aber da ist uns gekommen. Ja, warte mal. Wenn wir uns den Düngestatus von unserem Feld angucken, ja, da fehlt ein bisschen Blau und da fehlt auch ein bisschen. Moment, wir müssen mal kalken. Ja, müssen wir auch. Und zwar die Frage ist jetzt, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal Düngerstreuer mieten und wir haben auch gerade mitgekriegt, der Steier kann normalerweise Pflege, ne? Soweit ich weiß. Bei mir ist kein, benötigt kein Kalk. Aber bei mir ist Kalk. Wahrscheinlich liegt es, weil es noch nicht gerendert ist vielleicht. Weil ich glaube, Fisch gibt schon. Ich verdünge. Okay. So, warte, ne, warte mal. Wie macht man das jetzt? Lohnt es sich zwei? Ja, müssen wir halt fast, weil sonst haben wir keine Arbeit. Ich miete uns da mal was. Nee, warte mal, zuerst mal Radio. Miet mir den Kuhn, der reicht mir. Aber du musst so ein Bredal-Ding nehmen, weil wir haben kein Kalk. Oh, scheiße. Stimmt. Ne? Scheiße, ich hätte den kaufen können. Egal. Ja, dann nehmen wir den hier. Auf Olli braucht man ihn. Aber ja, kommt, das ist jetzt auch schon wurscht. Wir nehmen auf jeden Fall die. Ne, Pflege brauchen wir eigentlich nicht. Streuteller. Wird er dann breiter? Ja, wird er. Kostet. Ja, komm. Wir haben das, ne? Also, mieten, zack. Gute Sting steht am Händler, wunderbar. Ah, der hat den Steier. Okay, gut. Das heißt, ich schnapp mit den Lindner. Hä? Darf ich nicht? Doch, weil ich brauche. Ne, weil man das halt nicht drückt, weil ich brauche den Lindner, weil der Steier ist, glaube ich, für den Bredal minimal zu klein. Du kannst den Bührer nehmen. Der Bührer wird es schaffen. Würde, glaube ich. Habe ich ihn trotzdem den Lindner, weil das sieht einfach vom proportionstechnisch her gut aus. Ich habe halt alles offen, was aufgibt bei dem, ne? Ja. Alter, der Lindner ist aber schon halb leer, der Tank. Echt? Ja. Und wir müssen Deckschämmer. Alter, ich donnert der mir volle Möhre rückwärts rein, ne? Ich wollte doch bloß die Scheibe ganz aufmachen, ey. Ja. Hast du gerade zugemacht bei mir, aber egal. Es geht doch auf, ey. So, Mann, du. Die hier Jugend heutzutage. Hab ich Eier, euch vorbei. Hawaii, wir müssen zwar reinkommen, mein Junge, wir haben schon 17.38 Uhr. Wofür haben wir Arbeitsbeleuchtung? Ja. GPS. In die Kurven muss ich aufpassen, der Steier kann leicht umkippen. Oder was ist leicht, er kann schneller umkippen. Der hat doch die Breiten drauf. Ja, aber der kann schnell umkippen. Okay. Bis jetzt pflaster bei mir schön. Ja, aber das umgibst. Also ich kann ganz einlenken mit 40 km, da ist gar nichts. Okay. Jetzt hat er ernsthaft den Düngel. hat er ernsthaft den Düngenstreuer mit dem Aufbau und dem breiten Ding genommen. Alter, dein scheiß Ernst, der ist bloß gemietet, ne? Ja. Oh, wo wär ich denn du noch? Du musst die Paletten spawnen können. Ich nehm den Dünger vom Hof. Ja. Da reicht der, ja, da müsste, ja doch, da reicht, müsste noch. Das sind zwei Paletten, Alter. Ja, aber da eine ist, glaube ich, noch 1000 Liter drin und die andere ist vielleicht ein Drittel voll. Also, warte mal. Ist egal, dann hol ich halt nochmal einen. Gibt's von denen auch Paletten? Nee, ne? Nee. Okay. Kalk. Kalk ist zum Glück billig. Ja, ich kauf da mal 10 Stück. 10 Eins, Stück! 2, 3. Sag mal, hol mal einen Gottscheißer Esel im Keller drin. 5, 6, 7, 8. Nee. Ja, das passt mit Nee. 8 Flo. Gespawnt. Ja. Haben wir den Geldscheiß Esel im Ding? Nee, geheim? Aber. Oh gut. Du weißt, wie schnell Kalk weg ist, ne?
bestimmt auch wieder. Und wenn ich da jetzt so 5 gekauft hätte, dann hätte ich da hätte ich glaube ich einmal voll gekriegt und dann, ja. Lieber kaufen wir gleich ein bisschen mehr, dann können wir auch am Hof ein bisschen weiter Vorrat legen. Ich muss den Ding wegfahren. Und die haben eh nur 4000 gekostet. Wenn nie hier mal. Ja, okay. Ich glaube, das sind zumindest so 4000 gekostet haben, irgendwie sowas. Okay. So, ich habe das Zeug weggefahren. Ist Alter, legen wir uns wieder an. Ach, wo jetzt oh, der Stall schaut richtig bärig aus, du. Mit dem Düngestollen. Schafft er das ohne Frontgewicht? Ja, ne? Ich hab Frontgewicht dran, also. Vielleicht überdimensionale. Nein, sind bloß eine Tonne. Geht noch. So. Das geht bald alles rein hier. Ja, gut. Und Leute, wir haben jetzt übrigens das neue Update mit drauf. Ja, ich glaube, das ist mit der Helligkeitsbug. 1500 Liter sind drin, das geht riesig. Ja, also das mit dem Helligkeitsbug ist, glaube ich, soweit ich sie gefixt worden. Meines Erachtens. So, der voll. Komplett voll mit Kalk. So, das sieht eigentlich alles ganz los. Hast du hast du GPS mitgekauft? Ja, Lintra gesteuert, ist GPS drin. Schön, schön. Ein 98er Stein mit GPS. Hat der GPS nie, ne? Wer? Der Steier, ich glaube nicht. Sag mir nicht, du hast dort kein GPS mitgenommen. Nein. Er hat kein GPS. Darf ich es dazu machen? Wir brauchen kein GPS, momentan. Okay, ich mach's frei, Hans. Also, wenn du ein Problem damit hast, kann ich auch düngen. Oh. Wie wird das wohl? Nee, passt schon. Warte mal, wir machen mal Rundung. Ich würde das auch ohne GPS schaffen. Irgendwie. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du's. Ja. Ich bin wieder so falsch gefahren, wie man nur falsch fahren kann. Uiuiui. Ich sehe dich auf der Karte. Ach, der ist wieder da vorne runtergefahren. Oh, ah, da drüben sehe ich dich. Ein kleiner Pinübel. Oh, der Strand aber weit, hey, du leck mir am Arsch. Oh, abbremsen. Die Wiese ist geil mit Duft. Ja. Ah, nein, die Knarre war stehen. Kann man die Wiese düngen? Ja. Natürlich. Ja. Okay. Das ich glaube, du hast nicht gewusst, dass man die Wiese düngen kann. Ja, im normalen LS doch nicht. Natürlich. Es gibt im normalen, so richtige Wiesen gibt es ja im normalen LS nicht. Also, das war aussieht, das wo dann angelegt ist, wie ein Feld. Wenn man das aufhört. Kann hier die Wiesen düngen, ja. Ja, stimmt, das ist wirklich ein bisschen dunkler. Oh, gut. Warte mal. Er wurde in Streifen stehen gelassen. Darf man ansehen? Ja. Das geht ja mal gar nicht. Nee, 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 du. So, warte mal. Ich hab einfach, GPS. Ja. Zeig ich den an. Okay, sit your post. A. Jo. Zack. Nee, ich will keinen Versatz haben. So. Das sieht relativ gut aus. Ich mach das aber das ein bisschen. War das ja erstmal so? Ja, so sieht's gut aus. So, dann machen wir ein anderes Ding. Oh, Shiro. Da lüpft er, ne? So. Da fliegt das weiße Gold. Da ist schönes Gespann bei mir, oder? Hm? Doch bei mir ein schönes Gespann, du. Ja, der Steier passt halt. Und das Gute ist, der Steier hat auch Pflegebereifung, soweit ich weiß. Das heißt, wir haben jetzt endlich einen Traktor mit Pflegebereifung, weil das war vorher auch das Problem, dass wir einfach keinen hatten. Ja. Und Pflegebereifung ist unumgänglich, muss man sagen. Das Ding ist, wir müssen halt dann auch noch spritzen, ne? Ich spritze, wir wollen ja Ding machen, ne? Wir wollen ja auf Bio gehen, also sprich mit Striegel. Kann ich gleich mal nachgucken. Doch, wir können düngen die Wiesen. Striegel. Ich würde den mittleren nehmen. Mit 12 Meter. Ja, das war's. Nope, hier geht wieder raus. So. Okay. So. Zug ist heute keiner unterwegs. Bitte nee, lass gleich den fetten mit 15,2 Meter nehmen. Für 45.000. Aber ich würde den Stiegel dann momentan nur mieten, weil wenn wir den kaufen, dann sind wir wieder komplett pleite.
Da würde ja, glaube ich, sogar ein... Wir können ja einen schönen Mod betroffen. Ja, ich frage, lohnt sich ein Mod? Ich glaube nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht. Und außerdem so viele Striegelmods gibt es, glaube ich, nicht. Also klein, kleiner, ja. Sei froh, dass der Zug nicht gekommen ist. Hier wäre fast überhaupt. Ja, gut. Also ich habe mit drei Bahnen hier schön... Ich schaffe nicht mit drei Bahnen. Oh nein. Schaffst du nicht mit drei Bahnen? Nee. Ich starte damals im Ferneland, der war ein bisschen breiter. So. Das schafft auf jeden Fall nicht, das weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall nicht ohne Allrad. So. Ja, aber die Farbgebung ist auf jeden Fall an der Stelle geworden, das ist mir auf jeden Fall eindeutig. Weil am Anfang haben wir durch die Wiesenwindungen. Das ist dann halt unsere Haupteinnahme-Dinger halt. Ach stimmt, das ist aber neu, ne? Weil das war da vorher nicht. Weil jetzt zum Beispiel die Wiesen kann man jetzt auch angucken, die brauchen zum Beispiel auch Pflügen und so weiter. Ja, Pflügen jetzt nicht unbedingt. Ja, wird auf jeden Fall bei mir angezeigt. Geht also schon doppelt düngen? Die brauchen auch Kalk. Ja, geht, weil einmal gedüngt sind sie schon. Du kannst da auch drüber juckeln. Über alle. Wir brauchen halt einfach auch Kalk, ne? Ah, jetzt ist Kalk da. Oh nee. Aber lohnt sich das denn mitzukalken? Ich glaube nicht, oder? Was? Die Wiesen. Nee, kalken auf der Wiese lohnt sich nicht. Aber düngen wäre viele. Ja, düngen auf jeden Fall. Weil doch das. Oh, da ist. Dann dünge ich mal so größte Wiese, weil ich habe dann kein Dünger mehr drin. Oh nein. Schön Durchzug hier im Traktor. So. Aber mal so. So. Die Frage ist, schafft der da den Berg hoch? Ja doch. Allrad drin, dann liegt das. Weil hier noch ein Schlückchen. Ich habe leider kein Red Bull da schon und ich habe gerade schon Eistee. Da habe ich halt noch angefangen. Allrad ist drin. Gas! War der Kamera drin. Gas out, Digga. Wir sehen's, er hat's hochgezogen. Jo. Oh. Da ist Steuerpower, du. Aber es wird eindeutig dunkler. Oh. Yeah, yeah, yeah. Also, bremsen. Unsere momentane wie nennt man denn das? Unser momentaner Kaufkatalog oder Wunschkatalog oder wie sind diese Wunschzettel? So. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Drescher gefüllt, würde ich sagen, oder? Ja. Dann hat. Und dann auch. Irgendwann mal auch Kühe, ehrlich gesagt. Also. Ja. Dann das zweite. Mega Hülle, weil wir wollen ja aufs Bio gehen und da brauchen wir irgendwann echt mal Hülle. Zweite ist dann auf jeden Fall. BGA. Zweite ist dann auch. Es gibt hier glaube ich sogar eine BGA. Habe ich doch mal irgendwo echt gesehen. Jetzt? Hier hinten. Ja, BGA gibt's. Viel Schlappe? Huh? 119.000. Das. Ja, ja ne, dann verkaufen wir Kuhstall. Der Land ist so scheiße, wie sich das jetzt anhört, ne? Aber würde ich auf Kühe scheißen. Oh nein. So. Oh Gott, oh Gott. Komm jetzt bitte nicht dazu. Alter. Ich habe halt auch immer das Glück, ich bin kurz auf den Gleisen, da kommt der Zug. Moin Kollege! Eieieiei. So, da fahren wir nochmal links. So, da ist sogar noch ein bisschen kalt übergeblieben. Warte Leute, hinter. So. Dann wird das, alles los. So, die Wiese ist durchgedüngt. Yay. Hast du schon noch Dünger? Naja, 400 Liter. Ja, würde ich sagen, düngen wir die anderen auch noch ein bisschen, oder? Ja. Lohnen würde ich sich schon. Und wenn wir halt dann auch noch ein oder zwei Big Big dazu kaufen. Also eher wäre es kein Problem mit damit umfällt. Das Steuer. So, ich bin jetzt auch durch mit Kalken, wunderbar. So, dann machen wir kurz da wieder aus hier. Da die Maus. So. So, das heißt, wir fahren zurück zum Hof.
Ja, beziehungsweise kurz zum Händler, füllen die restlichen Big Bags auf, fahren dann zum Hof. Und dann können wir den wunderbaren Bredal Kalkstrich-Düngerstreu zurückgeben. Aber was wir, also unsere erste Investition wird auf jeden Fall Drescher. Danach würde ich sagen Düngerstreuer, aber dann nehmen wir auf jeden Fall den von Modding Welt Package mit drauf, weil der kann auch Kalk. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, nein, aber die Frage ist halt, wenn wir auf Bio gehen wollen, brauchen wir eigentlich höchstens einen Kalkstreuer, denn würde sich eher lohnen, bloß einmal zu mieten. Ja, oder? Was mit Dünger? Wollen wir dann auf BGA gehen? Oder ja, aber trotzdem, wir brauchen so oder so einen Düngerstreuer. Ja, oder wollen wir uns dann gleich den, wo ich jetzt zum Beispiel hinten dran habe, von Breda, den großen kaufen? Ja. Oder den mittleren, also den zum Anhängen auf jeden Fall, den Einachser. Ja, der reicht. Ach, warte mal, zeig die. Oh. Ach, egal. Die können wir dann später auch nochmal holen, die Paletten da unten. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die Big Bags hinpacke. Ich würde jetzt einmal vorab mal kurz die einmal mitten auf den Hof stellen, weil ich woanders gerade keinen Platz habe und die dann einmal später reinbauen. So. Ist klar, die 5 Kilometer wäre. Ich habe noch 200 Liter drin, ne? Also das wird knapp hier. So. Bis dato brauchen wir den nicht mehr, soweit ich weiß. Das passt. Kalk ist weg. Somit können wir das Teil zurückgeben. Gemietete Fahrzeuge, ja, weg. Ne, warte, den brauchen wir noch. So, warte, das heißt, da miete ich uns mal einen Stroh. Flo? Ja. Du könntest vielleicht nochmal eine Palette Dünger kaufen. Okay, warte. Das tue ich oder noch. Zwei. Oder gleich drei. Dünger, ich kaufe zwei. Eins, zwei. Zwei, wunderbar. So. Weil ich dann bin. Ich glaube, bis vorne hin komme ich noch, aber dann bin ich leer. Also ich habe 50 Körnchen drin. Das ist nicht mal allzu viel, muss man so sagen. Boah, ich komme sogar noch richtig weit. Warte mal, ich hol jetzt mal den Frontlader, was heute braucht und ihr jetzt gleich. Wir haben nur den Ballenspießen, ne, soweit ich weiß. Ja. Aber damit wir die Balletten auch umeinander heben können. Big Bag stehen am Händler. Ich hol dir dann mal. Hui. So, ich räume jetzt die Kalk-Big Bags auf, die wo da rumstehen. So, oh Gott. Hey, hey, hey. Ja, die stehen natürlich 1A, nicht im Weg. So. Oh Gott. Ja. Da ist ein bisschen um den Steg. Eier. Beim Steier steht innen drin, bei kalten Temperaturen vorheizen. Na gut. Oder Motor vorheizen, ich sehe es nicht genau. So. Eieieiei, war das schlimmer so? Oh. Ich weiß ja nicht. Hm? Oh, oh. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich bin hinten ein bisschen in der Luft, ne? Wenn man so sagen. Ja, der arme Front, da läuft wirklich schon am Boden hin. Oh, oh, oh. Du hast ja noch zwei Kalkpaletten stehen, gell? Ich weiß, ja. Ui, ui, ui. Bremsen. Warte, ich mach jetzt da auf, dann packe ich die da rein. Der Bühler steht natürlich wunderbar nicht im Weg. Ja, hoppala. Nicht ganz rumgeschafft um die Ecke. Wie viele Liter würden überhaupt reingehen in den Düngerstreuer, was ich jetzt mache? 3200, ja gut. Also die Dünger Big Bags kriegst du beide mit. Was? Die Dünger Big Bags kriegst du beide mit. Ja, ich hätte noch einen mitgebracht, also. So, ich langsam. Ich hocke hier ein bisschen verkrampft drin.
Kann sein, ich sehe dich gerade nicht. Aber normalerweise müsste ich das gerade sein, weil ich bin hinten die ganze Zeit in der Luft, wenn ich ein Pickback rumhebe. Bist du am Händler? Ne, ich bin am Hof. Soll ich dir das Gewicht geben? Ich weiß nicht, ob ich das brauche unbedingt. Ja, probier's aus. Ey, ich überhole mit 35 km/h ein Auto bergauf. Oh Mann. Brauche ich das? Ich stehe jetzt mal, warte mal, bleib mal kurz stehen. Ja, ich stehe hier. Geht sogar. Ah gut. Weil, ja. Bin minimal in der Luft, wenn man sagen. Ja, dann nimm dir das Gewicht. Wirklich? Ja. Na gut. So ganz angenehm ist es nicht mehr, aber es geht. Eieiei. Ei, ei. Also, ja. Uiuiui. Ein bisschen was bringt's Gewicht, aber. Luft. Aber okay. Es lübt. Das sind 2000 Liter drin, naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier soll man sich mal nicht allzu schnell fahren. So, ich pack jetzt hier ran. So. Komm da raus. Oh komm. Na geht doch. So, dann haben wir den letzten nochmal von da hinten. Visieren. Oh, 25%, das geht auch voran. Das ist schön. Dann kriegen wir endlich ein bisschen Kohle. Ich vergesse das andauernd, dass da dieser Hubel drin ist. Und ich vergesse ihn auch immer rauszumachen. Na gut. Ey, wieso ist jetzt mein Sieg aus? Ja. Aus. Warte mal, ich muss ja den anderen das wieder überholen. Meter da drüben in der Ecke steht da. Da ist er doch, der Kollege. Und so, komm schon, ja? Weil du kommst jetzt zu deinen Freunden. Das war ein bisschen zu doll da an der Wand. So. Ja. Ja, das passt so. Wunderbar. Dann hole ich jetzt mal kurz die Backpacks ab, die wohl noch am Händler stehen. Ich fahre jetzt erstmal mit Linden runter und dann nehme ich den Unitruck. Weil der hat hinten den Aufbau. Bist du da, da unten bist du gerade am einmal miteinander fahren. Ja. Da diesen runter. Ich sehe doch super viel. Ich hab's, ich könnte da gleich mit dem Unitruck fahren. Ja. Kannst du auch machen. Ich muss noch hinten ein kleines Stück machen, aber dann habe ich's. Ja, ist gut. So. Und mir ist ja gerade ehrlich gesagt die Miesen lieber wichtiger als wie der Kalk vom Händler. Ja, aber ich habe halt dann sonst nichts mehr zu tun, deswegen hole ich den halt ab. Ja. Oh. Bist du durch? Durch für diese Dinge. Also Leute, ihr seht, man kann auch einen Ballenspieß zum Ballett nochmal an der Heben verwenden. Nein. Ich spul da mal ein bisschen vor, ne? Ja, warte mal, wir haben doch hier... Nee. Exo-Zerfäller. Ja. Gut, Dart ging schnell. Feld. Was ist passiert? Es ist. Soll ich dich reparieren? Nee, ne. Nee, warte mal. Du musst ja noch weiter tun. Du musst ja noch weiter tun. Was? Du musst ja noch weiter tun. Warum?
Feld 2 ist ja bloß eine Düngestufe momentan drauf. Kann ich da schon wieder düngen? Ja, ich hab vorgespult. Die erste Wachstumsstufe ist drauf. Die war von Anfang an. Die Flo. Ja, oder die zweite. Sobald man sieht, ist die erste Wachstumsstufe drauf. Ja, oder halt die zweite dann. Nee, das andere nur noch die erste. Weil die 14 ist in der zweiten und die 2 in der ersten. Wenn der Wald wächst, dann ist die zweite. Und da ist eindeutig was Grünes. Warte, ist das unser Feld? Warte. Das ist unser Feld und da ist. Doch, da ist was Grünes. Doch, das ist die zweite. Jupp, da ist was. Kann ich gleich nochmal herkommen. Der Düngerstreu ist zurückgegeben. Ne? Echt jetzt? Oh ja, Mann. Kann doch ich nicht alle, dass du jetzt schon zurückgespult hast. Vorgespult. Zurückgespult. Vorgespult, ja. Ja, so warte mal. Dann bieten wir, uns nochmal. Das schreiben wir uns dann, glaube ich, gut. Ja, mieten. Den Dünger hast du aber rausgelassen, oder? Ja, da steht ja. Drin. Nee, weich. Ich muss mich hier schon vergewissern. Was jetzt mit dem Lindtrag nochmal kommen zum Händler? Mit dem Unitrag? Ja, weil die Dinger stehen da unten. Speedbacks. Oh. Aber ich weiß halt nicht, ob der da. Also zwei Stück hast passen. Du da mit dem Stahl gerade? Ja, ich bin gerade am Runterfahren. Fährst du dann düngen und ich lade auf, oder? Ja, ich fahre dann düngen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen runter lassen, wenn natürlich sehr nett. Und der überholt da gerade Eier holen. Und ansonsten sehen wir uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. I'm still on my way, closer each day to where I belong.